Hallo, ich bin Manfred. Ich sehe nicht nur super aus, ich bin auch noch total klug und ich erzähle es wahnsinnig gern. Also, ich bin zwar eine Stoffratte, aber ich kann sprechen. Logis, das hörst du ja. Und ich bin ab jetzt dein allerbester Freund. Da kannst du gar nichts gegen machen. Okay? Hallo, hallo Leute. Na, Freunde, Freundin, wie geht's euch? Oh, ich freue mich so auf Weihnachten. Ach, Leute, ist das schön. Aber ich muss euch unbedingt was erzählen. Oh, wir haben ja was erlebt. Das war schön. Plötzlich klingelt das Telefon und dann ist Jan dran. Jan, das ist unser... Tilly, was ist der? Unser Cousin, nee, unser Neffe. Hey, hallo Kinder. Jo, ich bin auch dabei. Hm. Nee, ja, das ist, wir müssen ihn manchmal mitschleifen. Ja, manchmal darf ich auch. Sag mal, das ist mein Neffe. Das ist der dein Sohn Neffe. Von meinem ja, meiner Bruder. Jetzt genau. Auch. Ja, natürlich ja, ist es auch, ja. Ja. Und Janni arbeitet beim Zoll. Genau, und der hat uns dich angerufen. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, hallo, Mensch, ihr müsst denken, hier ist ein ganz, ganz großes Paket. Das ist angekommen und da steht euer Name drauf. Und ich weiß nicht, was wir damit machen sollen. Und irgendwie ist das drin, irgendwie das rummelt da und irgendwelche Geräusche sind da. Ist mir komisch, aber bevor das jetzt hier irgendwie so komisch behandelt wird, kommt mal längst. Ich warte auf euch und beeilt euch mal. Ja, und das war ja auch so ein Speed, ne? Ja, ja. Und dann sind wir hingefahren, Tilly und ich. Hm. Und dann haben wir geguckt, das war ein riesiges Paket. Ja. Und dann haben wir das so aufgesnipselt mit Janni zusammen. Hm, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ne? Hm. Und das hat wirklich immer so ein bisschen so, wuff, wuff, so irgendwie ja, und gemacht. Ja, so komisch. Ja. Ja, sowas. Aber ich glaube, dann habe ich schon geahnt. Na? Dann habe ich schon geahnt. Du wusstest das schon? Ja. Wir haben das aufgemacht und da waren Tausende von Mannis drin. Jo. Oh. Und ein Gewusel und ein Geschnatter und ein Erzähl und, und eine Freude, als sie dann, weißt du noch, als der Karton dann aufging. Ja. Und dann kamen sie so ganz langsam raus und haben geguckt und haben dich dann gleich gesehen. Ja. Und dann haben wir uns umarmt und auch haben wir uns gefreut. Mm. Und so, und das war so schön. Mm. Ach, war das schön, dass ich die alle getroffen habe und so. Einziges, was Tilly ein bisschen durcheinander gebracht hat, da sind dann gleich ein paar, haben sich dann gleich verdünnisiert und ja, so. Ja, das ist unglaublich. Die waren auf einmal, zack, waren die weg. Sie sind da über da im Hafen, am Hamburger Hafen. Die sind einfach losmarschiert. Ja, so ist und das. Die kennen sich doch gar nicht hier so aus. Und wo wollen die hin? Ja, so ist das manchmal. So, und dann hat Tilly gesagt, also jetzt ist es kalt, es ist dunkel, wir stehen am Hafen, kommt mal alle erstmal mit zu uns. Genau. Und dann haben wir erstmal alle schön ins Auto gebracht, da ist das schön warm und kuschelig. Ja. Und dann sind wir losgefahren. Aber wobei, ich denke mir, da war noch mehr noch als sonst und die sind einfach da. Ja, sind einfach weggegangen. Ja, das ist ja so. So, und dann sind wir ganz fein nach Hause gefahren. Und dann hast du gesagt, oh, fühlt euch wie zu Hause. Genau. Und ich sag euch, es gab Mannis in jeder Ecke. Überall. Überall fand Mannis. Überall, auf dem Sofa, in der Küche. Und dann hast du doch erstmal gesagt, so Jungs, kommt, ich gebe erstmal einen Schokokeks aus. Ja. Ja. Und dann sind alle über die Schokokeks hergefallen. Ich habe gesagt, so, und weil ihr ja bestimmt durstig seid, kriegt ihr auch noch eine Runde Apfelsaft. Ja, und die mögen ja alle so gerne Saft. Mm-hmm. Und dann haben wir noch ein bisschen Kinderpunsch aufgesetzt, ne, weil die waren ja auch durchgefroren. Ja. Aber irgendwie kam mir das auch so komisch vor. Die waren denn da, aber irgendwie waren noch da mehr. Wieso irgendwie wurden die, weiß ich auch nicht. Ja, weiß ich auch nicht. So, und dann haben wir schön Kinderpunsch getrunken und Schokokekse. Ach, und die haben erzählt und ich habe erzählt und die sind ja so knuffig. Ja, und einige haben sich aufs Bett gelegt, haben erstmal ein bisschen geschlafen, ne? Ja. Yeah.
So, ja. Ah, das war schön. Hm. Einige haben natürlich auch gesagt, wo schläfst du denn? Und hm. einer hat sich in mein Bett gepackt. Genau. Ich sag, das kannst du gerne machen und so. Ja. Ach, das war schön. Hm. Ja, die haben das an Badezimmer, fanden sie auch toll. Hm. Erstmal unter die Dusche und hm. so. Also wirklich, die waren ganz toll drauf. Ja, aber waren süß. Ne? Also ja, die waren ganz freundlich und so. Und ja, klar. Aber waren die auch irgendwie waren die so geschäftig, so als wenn die ja. keine Zeit hatten. So. Ja, also hatten sie auch nicht. Wieso hatten die keine Zeit? Das ist so, wenn man irgendwo ankommt. So. Hm. Ja, so, und dann habe ich gedacht, so, jetzt sind wir ja nicht mehr so viele und ja, Tilly, ja, wollen wir denn nicht jetzt mal, hm. wollen wir uns nicht ein bisschen entspannen? Ja, aber wieso sind wir denn auf einmal nicht mehr so viel? Da war noch viel mehr. Ah, Tilly. Das ist doch so ein bisschen ruhiger geworden hier. Ja, ne? Ist schön, ne? Hm. Wollen wir uns denn jetzt mal wieder willst du ein bisschen entspannen? Yeah. Ja. Aufs Sofa? Aufs Sofa. Na, da waren doch auch so ein paar auf dem Sofa. So, ja. Wo sind die denn hin? Aber wir können doch jetzt, guck mal hier, hm. da ist jetzt wunderbar das Kissen frei. Ja, genau. Da gehe ich jetzt mal rauf. Mhm. Ja. Ah. So. Komm mal, und hier auf dem Tisch ist so eine schöne Kerze. Ja, das ist hübsch. Das ist so ein schönes Licht. Ja. Das ist ganz heimelig. Was wir beide machen, ich setze mich mal mit zu dir aufs Sofa. Ja. Und dann gucken wir einfach mal so ein bisschen uns die Kerzenflamme an. Und siehst du das, die Kerzenflamme? Ja. Wie die so lustig so vor sich hin flackert. Ja. Und kannst es ein bisschen genauer sehen? Die Flamme, die hat ja auch unterschiedliche Farben. Ja, das stimmt. Mhm. Die ist ein bisschen gelb. Ja. Ein bisschen blau sogar. Genau. Und ganz rot. Ja. Und innen drin siehst du den schwarzen Docht? Ja. Mhm. Da ist richtig ein kleiner schwarzer mhm. Punkt oder Strich. Und das ist ja eine Duftkerze, die haben wir, ja. ne? Riechst du das? Das riecht so ein bisschen nach Vanille. Mhm. Das rieche ich zu gern. Das ist schön, ne? Und wenn du da so die Kerze dir anguckst, merkst du, dass du mit jedem Atemzug soll wieder atmen. Genau. Und du wirst immer ruhiger. Ja. Mit jedem Atemzug. Ja. Und wenn du jetzt immer ruhiger wirst, können wir ja uns nochmal auf eine kleine Reise begeben. Und in unserem Lieblingsort, weißt du noch, in unserem Lieblingsstrand? Ja. Yeah. Stell dir vor, da treffen wir auf einmal auf ganz viele Mannis. Ja. Yeah. Die sind da. Ja. Yeah. Und der eine, der hat ein Ruderboot. Und da sitzt noch ein zweiter im Ruderboot und die rudern einfach los. Ja. Einfach so. Und sie werden immer kleiner. Mhm. Und du guckst hinterher und immer kleiner und auf einmal sind sie weg. Mhm. Die sind unterwegs nach Amerika. Nach Amerika? Mhm. Was wohnen die denn in Amerika? Hm. Oh, guck mal. Das ist einer, der macht so ein Stand-Up-Paddling, weißt du? Der, ja. der steht auf so einem Brett mit einem Ruder und rudert dann auch los und rudert. Ja, da drüben, der rudert da ans andere Ufer rüber. Und ist ganz schön weit weg. Und der wird immer kleiner. Aber da hinten sehe ich, guck mal, da kommt er richtig an, legt er an und dann geht er weg. Wo geht er hin? Büsum. Na, Büsum. Was macht er denn in Büsum? Hm. Hm? Hm. Und hier am Strand, da waren doch auch noch viel mehr. Oh, guck mal, da sind zwei. Die haben sich einfach so ein kleines Fahrrad genommen, siehst du das? Und die fahren jetzt Fahrrad. Die fahren da auf dem Weg. Einfach weg. Tschüss. Die winken uns noch mal zu. Tschüss, ja. Tschüss. Viel Glück. Wieso viel Glück? Nun erzähl mal, warum verschwinden? Wir sind
Und jetzt sind wir. Die sind ja alle weg. Nur du bist noch hier. Ja, wir haben alle eine Aufgabe. Ihr habt eine Aufgabe? Ja. Was für eine Aufgabe? Freude und Spaß bringen. Mhm. Das heißt, die nach Büsum fahren, die fahren auch in eine Familie? Mhm. Wo jemand auf sie wartet? Mhm. Den es vielleicht nicht so gut geht? Mhm. Und dann kommen sie an und bringen dann Spaß und Freude. Mhm. So wie du auch. Hm. Und warum bist du denn noch hier? Ich habe auch eine Aufgabe. Ah ja.